Wir machen ein Johannes Brahms Classic Jazz Crossover Projekt. Brahms eignet sich für unser Projekt auch besonders gut, weil wir damit sozusagen so ein paar Klischees, die Crossover manchmal mit sich bringen, vermeiden können. Wir versuchen wirklich was ganz Neues zu schaffen. Es ist einfach eine Art Befreiung, so ein Projekt zu machen. Das bringt einen immer wieder auf neue Ideen. Es ist ein Perspektivwechsel. Natürlich ist es kompliziert, das richtig zu mixen, aber es bleibt sehr harmonisch trotzdem. Es ist ein ganz buntes Programm. Es werden sehr viele Seiten beleuchtet, denke ich, sowohl vom Jazz wie auch mit dem klassischen Spielen. Also ich denke, es dürfte für alle was dabei sein.